Ja, wir kommen zu unseren 4x5 Minuten guter Ideen. Die Vorträge sind so kurz, dass wir gedacht haben, jetzt keine Fragen, geht nachher auf die Leute zu. Die 4x5 Minuten gute Ideen sind auch so ein Format, da suchen wir immer Leute. Generell suchen wir sowieso immer gute Ideen und Leute, die coole Sachen machen, ob das jetzt für die 4x5 Minuten ist oder für das Vollformat 20 Minuten großer Vortrag. Meldet euch, wenn ihr da irgendwie Spaß dran habt oder Interesse hättet, uns da teilhaben zu lassen, wenn ihr was Cooles macht. Den ersten 5-Minuten-Vortrag wird Alexander Steffers vom FabLab des Fraunhofers IGD machen. Das FabLab, wer es noch nicht kennt, ist ein Ort, an dem man sehr tolle Sachen machen kann mit 3D-Druckern und Lasern. Aber was genau, wird euch Alex jetzt am besten selbst erzählen. Hallo. Da stimmt was nicht. Okay, alles klar. Hier, super. Sehr gut. Gut. Gleiches Eis gebrochen, sehr gut. 5 Minuten, also fast nicht möglich. Ich kann stundenlang über dieses Thema reden. Ich könnte jetzt extrem schnell, aber ich lasse einfach ein paar Sachen weg. Wir sind nicht nur eine Idee, wir sind tatsächlich ein Forschungsprojekt an der TU. Wir sind im IGD Fraunhofer Institut Teil eines Forschungsprojektes. Dieses Forschungsprojekt nennt sich Fabbing on Founding, wird geleitet von Professor Dr. Peter Buxmann. Uns geht darum, wenn wir so ein FabLab haben, was das ist, erkläre ich gleich, wirkt sich das irgendwie auf Unternehmensgründungen aus oder einfach nur auf ganz viele Ideen, die in der Stadt rumschwirren. Ich bin kein Wirtschafter, ich habe davon auch echt keine Ahnung. Ich bin Techniker und ich habe vom FabLabs Ahnung. In einem FabLab macht man beispielsweise sowas. Das ist eine unserer selbstgebauten Fräsen und die fräst. Wir haben einen Lasercutter, mit dem kann man Plattenmaterial schneiden, aber auch gravieren, für die Gestalter ganz interessant unter euch. Und das sieht in der Industrie ein bisschen anders aus. Also das Gerät ist in der Industrie viel teurer, viel größer, kann viel mehr, hat viel mehr Achsen. Das hier wäre eventuell ein Plasmaschneider. Im Kern funktionieren diese Geräte aber wie die Geräte in der Industrie. Sprich, ich könnte jetzt was von G-Code erzählen, das spare ich mir alles. Die Protokolle sind die gleichen, die Technik dahinter sind die gleichen und es ist sogar so, dass wir diese Technik, die wir im FabLab einsetzen, als demokratische Technik beschreiben. Das heißt, demokratische Technik ist günstig in der Anschaffung, günstig im Unterhalt und sehr gut dokumentiert, so ein bisschen wie, das ist so, den haben einige Leute schon von mir gehört, den Spruch, das ist so wie Abenteuerurlaub in Thailand. Also wenn ich Lust habe, gehe ich einen Schritt zur Seite und fühle mich total abenteuerlich und bin total der Techniker, ich werde aber nie komplett verloren sein. Gepaart wird das Ganze von Kleinstcomputern, Mikrocontrollern, ein Raspberry Pi und ein Arduino. Die Relevanz für hier, für alle, die hier anwesend sind, ich kann das sehr leicht skalieren. Kann ich im Kleinen bei uns einen Prototyp bauen? Das passiert häufig. Leute kommen mit Ideen zu uns und sagen, wie kann ich einen Investor davon überzeugen, mir jetzt 1 Million zu geben. Wir helfen dabei. Wir helfen insofern, als dass wir den Leuten dann zeigen, so könnt ihr das selber machen, weil wir keine Dienstleistung anbieten, sondern wir bieten Infrastruktur und Know-how. Wenn wir groß skalieren in der Industrie, das ist der Schaltschrank von einem Industrieroboter, und schon mal so ein Arduino bedient habe, dann fühle ich mich da relativ wohl und finde mich einfach auch zurecht. Das sind digitale Ein- und Ausgänge, analoge Ein- und Ausgänge. Und ich kann, weil da auch eine Software-Library dahinter steckt, relativ leicht Fahrt aufnehmen an einem großen Industriegerät. Um es abzukürzen, uns geht es aber eigentlich genau hierum. Das ist jetzt der Output eines Workshops, den wir mit Marc Hassensaal gemacht haben. Kennen einige, auch ein Darmstädter, der in Furtwang lehrt. Auf der linken Seite sehen wir den ersten Prototyp, auf der rechten Seite den letzten, das finale Produkt. Und von hier bis hier sind 14 Stunden vergangen.
Und darum geht es uns. Die Idee nicht tot denken, sondern fail fast, Iteration über Perfektion, um schnell zu einem Ergebnis zu kommen, nicht ein halbes Jahr über eine Idee nachzudenken, alle Probleme im Kopf zu lösen, um dann zu merken, völlig uninteressant, das jetzt zur Produktion zu bringen, weil ja, der Techniker ist so, es gibt keine Rätsel mehr zu lösen, also lasse ich es. 3 Jahre später begegnet mir die Idee irgendwo auf der Straße, jemand hat ein Geschäftsmodell draus gemacht, ich habe einen neuen Feind, weil der hat mir meine Idee geklaut, der hat es aber eigentlich nur umgesetzt. Ja, darum geht es uns. Und so ist das FabLab ja einer der wenigen Treffpunkte, wo sich technologiebegeisterte Macher, Kreative an einem Ort treffen. Da sitzt dann ein Maschinenbauer mit einem Informatiker am Tisch und die unterhalten sich tatsächlich. Das passiert sehr selten. Normalerweise, wenn dann noch ein Industriedesigner dazukommt und die reden über das gleiche Problem, dann ist die Lösung sehr wertvoll, die da rauskommt. Und wenn dann noch ein 60-jähriger Metallbauer kommt und sagt, ihr Pimpfe, ihr habt keine Ahnung, wir machen das seit 30 Jahren so und das funktioniert, dann ist das einfach toll, dann ist das spannend und hat entsprechenden Output zur Folge. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Alex.